Hey Leute, David von Idesignish hier und willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial, wie ihr dieses Spielzeugauto erstellen könnt. Für die einen oder anderen Abonnenten von mir, die meine Videos verfolgen, wird es vielleicht nicht so spannend sein, weil es ist relativ sehr simpel gehalten. Aber da die meisten meiner Zuschauer eh nicht Abonnenten sind, ist es bestimmt ganz aufschlussreich. Also, ihr stellt jetzt erstmal einen Würfel. Also ich habe jetzt normalerweise arbeite ich mit zwei Bildschirmen, aber da ich jetzt aufnehme, muss ich das ein bisschen teilen hier. Also das Bild, die Referenz und unser Modell. Ich hoffe, das klappt soweit. Also erstmal guckt auf Google irgendein Bild, Spielzeugauto oder sowas. Ich habe jetzt das genommen, weil es relativ basic ist. Das besteht im Endeffekt nur aus Würfeln und Zylindern. Also deswegen machen wir jetzt unser unteres Ding hier erstmal. Das heißt, wir ziehen uns das so nach Augenmaß erstmal ein bisschen zurecht, wie das etwas sein soll. So ungefähr. Dann machen wir ein paar Rundungen rein. Nicht zu viele natürlich. So auch eine freie Schnauze. Also für die einen oder anderen, so könnt ihr euch merken, kein Objekt hat scharfe Kanten. Also es ist ein rechter Winkel. Das heißt, alles hat gewisse Rundungen drin. Also das zu merken, egal was ihr macht, macht immer Rundungen rein. So, dann ich würde sagen, das ist in Ordnung 10. Das sieht schon mal, ja, ist okay. Dann kopieren wir uns das. Das heißt, STRG C und V. Na, C und V. Da oben. Ziehen wir uns das nach oben. Jetzt machen wir uns das kleine Häuschen hier. Das heißt, wir ziehen uns das kleine. Da das ungefähr ein bisschen vor der Mitte ist. Dann drehen wir uns das mal. Ja, ich denke, sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Ja, ich denke, es ist okay. So, jetzt wollen wir natürlich das so ein bisschen abgeschnitten haben quasi. Das heißt, wir gehen erstmal auf Darstellungen, dann Ground Shader Linien, damit wir die Linien sehen können. Dann wählen wir uns den Würfel aus und müssen halt ein paar mehr Segmente reinschalten. Deswegen, wir gehen auf Y und machen dann nicht 1, sondern 2. Das heißt, hier in der Mitte haben wir einen. So, als nächstes drücken wir C, damit wir das editierbar gemacht haben. Dann gehen wir auf unser Live Selection Tool und wählen natürlich an, dass wir auch die nicht sichtbaren Elemente selektieren können, also Häkchen raus. So, dann wählen wir uns, ups, dann natürlich noch hier in den Auswahlmanager Punktwerkzeug. Das heißt, wir wählen uns diese Punkte an. Dann halten Shift gedrückt und wählen die andere Seite aus. Jetzt, wenn wir das verschieben beispielsweise, sehen wir, aha, wir können uns das so hinziehen, wie wir wollen. Das heißt, ich denke mal, so ist gut. Dann nehmen wir uns die unteren hier. Na. Und können uns die auch nach unten schieben. Ja, ich denke, so ist es schon in Ordnung. Also, so, ja, ich denke, so sieht es gut aus. So haben wir das. Als nächstes kommt unser Lader hinten. Das heißt, wir nehmen uns wieder unseren Würfel hier. Erst der GC und V. Ziehen uns den nach oben. Wir gehen erstmal in unser Object Selection Tool und ziehen uns das dann ein bisschen, sodass es passt. Wir se sehen können, das ist ein bisschen tiefer gehalten. Das heißt, machen wir es ungefähr vielleicht so. Hier ist natürlich ein bisschen von den Proportionen her ein bisschen ja, so. Ziehen wir uns das raus. Das ist ja doch. Okay, lassen wir es so erstmal. Dann kopieren wir uns das, weil wir wollen das Bool-Tool, also ausschneiden. Heißt C und V wieder. Na, C und V wieder.
Dann ziehen wir das hoch, machen das nur etwas kleiner mit unserem Selection Tool und schieben es rein. Dann nehmen wir unser Bool-Werkzeug. Das heißt, wir gehen auf, weil es hat sich verschoben, dann ziehen wir das einfach ein bisschen raus. Ja, so ist okay. Nehmen wir uns unser Bool-Werkzeug, packen unser Würfel rein und dann unseren zweiten Würfel. So, voilà. Ja, jetzt können wir natürlich noch entscheiden, wie wir das ausgeschnitten haben wollen. Das heißt, ja, höher, tiefer. Ich denke, das ist schon gut. So, jetzt als nächstes kommen die Räder. Das heißt, wir machen uns einen Zylinder. Den Zylinder kippen wir auf 90 Grad, das heißt P machen wir auf 90. Ziehen uns das raus. Skalieren uns das. Weil, wie wir sehen können, ist es ja hier, also unten quasi als halber Kreis ausgeschnitten. Das wollen wir natürlich auch machen. Das heißt, so ist es in Ordnung. Kurz umdrehen, damit wir es auf der anderen Seite nicht so haben, also nicht rausgucken haben. Dann ja, nehmen wir und also kopieren wir C und V, schieben das dahin, wo wir es haben wollen. Denke mal, so ist in Ordnung. Nehmen wir den Bool, nehmen wir den Bool und nehmen wir dann unseren Würfel hier, tun in den Bool rein, nehmen dann einen Zylinder. Packen den Bull rein. Ups, andere Seite. Na. Ja, so. Jetzt wollen wir natürlich, dass beides ausgeschnitten wird. Das heißt, okay, den Würf, den Zylinder können wir noch Rundung machen. Dann wählen wir beide aus. Das heißt, STRG Zylinder 1 und Zylinder 2 quasi. Und dann gehen wir auf Deckflächenrundungen und nicht Segmente, sondern tun dort natürlich auch ein paar Rundungen rein. Ich denke, ja, nicht so viele. 5 ist okay. So, also jetzt wollen wir natürlich beides ausschneiden. Das heißt, jetzt ist natürlich nur eins ausgeschnitten. Das heißt, wenn wir unseren Zylinder nehmen und den da reinpacken oder sowas, sehen wir halt, okay, das andere wird ausgeschnitten. Das heißt, um das zu machen, machen wir das als Unterposition von Zylinder 1. Somit sind beide ausgeschnitten. So, gucken wir mal, ob das dann ungefähr passt. Ich denke mal, das schieben wir noch ein bisschen hoch. Das heißt, Zylinder 1 und Zylinder 2 nehmen. Ein bisschen hochziehen. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. So, dann kopieren wir uns das. Obwohl, ja, wir kopieren uns erstmal Zylinder 1 und 2. C und V. Und schieben das einfach auf die andere Seite. Und zwar ungefähr so. Jetzt wollen wir natürlich haben, das heißt, wir packen unseren Zylinder wieder unter den als unter Selektion vom anderen Zylinder unter Kategorie. Das heißt, jetzt haben wir das wieder ausgeschnitten. Ziehen wir ein bisschen mehr rein. So, jetzt wollen wir natürlich die Räder machen. Das heißt, wir kopieren uns einen Zylinder. Zum Beispiel nehmen wir den. Ja, ein Zylinder hier, SRG und V. Skalieren den ein bisschen kleiner und wollen natürlich ein bisschen reinschieben. Ups, oder? Na. So, schieben den ein bisschen rein. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, aber wir wollen das natürlich nicht gleichmäßig auf dem Boden haben. Das heißt, wir ziehen das Ding ein bisschen runter. Denke, so ist gut.
Genau. Also ungefähr so. Ich meine, ihr könnt es noch ein bisschen mehr skalieren. Guck mal, wie es aus. Ja, so ist in Ordnung. Ja, so ist doch, sieht doch schon mal perfekt aus. Ups. Okay, da seht ihr, die anderen wurden auch mit geklont, mit kopiert. Dann löschen wir die kurz mal raus. So. Dann kopieren wir uns das wieder, also C und V. Und ziehen auf die andere Seite. Jetzt wollen wir natürlich, dass es mittig ist, deswegen wir drücken mittlere Maustaste und gehen dann in die vordere Perspektive zum Beispiel und gucken dann, dass es mittig ist. Ja, und dann Zylinder 1, ja, ist mittig. Perfekt. So, jetzt wollen wir uns das beides dann kopieren. Wieder, also selektieren wir beides, C und V. Und schieben das auf die andere Seite. So. Wollen wir auch gucken, dass es von vorne gleichmäßig ist. Macht alles mal nach Augenmaß. So, ich denke, so ist es doch, ne? Eigentlich in Ordnung. Gehe ich von aus. Ja. So, voilà. Dann sind wir eigentlich somit dann eigentlich fertig. Das heißt, jetzt können wir natürlich noch hingehen und wie gesagt Lightroom machen. Das heißt, ja, machen wir irgendwas. Machen was. Ja, machen wir einen Boden. Machen was. Ne. Ich arbeite eigentlich mit Redshift. Also gut, machen wir uns erstmal einen Himmel. Fangen wir mal an. Erzeugen, physikalischer Himmel. Dann nehmen wir uns einfach mal ganz kurz eine Ebene. Obwohl, keine Ebene, sorry. Nehmen wir uns einfach einen Würfel dazu, weil den können wir auch ein bisschen Tiefe geben. Dann machen wir den im Endeffekt wie so einen Tisch. Also jetzt, wie gesagt, muss nicht schön sein. Mit der Maustaste, dann ziehen wir den unter die Räder. So. Voilà. Und das kann ich mal groß machen. Na. Und es gibt bei denen eine Farbe. Das heißt, ja, wenn ich es öffne, sehe ich ja Holz, Blau, Hellblau und Rot. Das heißt, ich mache mir irgendwas. Beispielsweise, dann gehen wir hier auf Hellfarben. Gucken wir erstmal, wie es ausschaut. Und zwar machen wir erstmal, ja, auch das Holz machen wir erstmal. Genau, das ist okay. Das heißt, wir gehen auf. Wollen wir es? Na, F. Dann gehen wir auf Bild laden und ziehen uns, machen irgendwann Holzding. Das heißt, einseitig, Texturen, Wood. Und nehmen wir beispielsweise das hier. Oder hochstellen, ja. So, jetzt können wir das natürlich hochziehen aufs Führerhäuschen. Gehen wir hier auf Rendervoreinstellungen, machen wir Ambient Occlusion, Global Illumination. Und dann machen wir uns noch einen für unseren Tisch. Heißt Farbe. Farbe machen wir ein Holz. Holz machen wir uns so ein Parkett. Dann machen wir bei Relief auch ein Parkett. Ein Parkett. Dann können wir bei Reflektivität machen wir auch 1. Das heißt, wir machen uns das, sage ich mal, auf 50%. Obwohl nicht 50, ja, machen wir es mal so 30, 32.
Dann wählen wir unseren Modus UV Mapping auf Quadro Mapping. Jetzt können wir beispielsweise nahtlos machen, dass es halt eine Fläche ist. Und gucken wir mal, wie es ausschaut, wenn wir das mal rendern. Ja, genau, sieht ja schon mal ganz gut aus. Das heißt, das Holz können wir vielleicht auch ein bisschen lackieren quasi. Das heißt Reflektivität. Irgendwas. Und machen dort aber einen Textur, machen dort Wamper Fresnel rein. Guck ich mal, wie es ausschaut. Sollte aber passen. Ja, okay, ist ein bisschen zu extrem. Dann, gut, machen wir kein Fresnel, machen wir einfach nur normal. Für die Schnelle einfach normal eine Helligkeit von, ja, auch so 20. Dann kopieren wir uns das. C und V. Dann ändern wir einfach nur die Farben. Das heißt, hier machen wir beispielsweise Rot. Das Rot können wir auf die Reifen machen, also auf die Dinger. Heißt, wir können es ganz schnell machen, indem wir einfach unser Ball hier nehmen, STRG gedrückt halten und das dann jeweils verschieben auf die jeweiligen Objekte. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Der eine Reifen war auch. Genau, nehmen wir hier, da, zack und zack. Und kopieren wir uns das wieder. C und V. Und machen wir das dann blau. Anstatt rot, machen wir es dunkelblau. Dann tun wir das auf diesen Hänger hier. Und natürlich auf das, was wir da gemult haben. Also das andere Objekt. Da müssen wir gucken, was das war. Ich glaube, das war das. Genau. Da ziehen wir das einfach dann darauf. So. Dann nochmal kopieren. Und packen das auf unseren Haupt. Ups, Quatsch. Na, auf unseren Hauptwürfel. Wie heißt denn das? Da. Da wollen wir allerdings auch eine Textur haben, also nicht Farbe, sondern so eins. Und ja, guck mal, wie es ausschaut. So, okay, voilà. Man, das sieht ein bisschen doch hier der Lader ein bisschen zu weit nach hinten geholt aus. Ja, so, das war's. Im Endeffekt war es auch schon. Jetzt könnt ihr natürlich beispielsweise, wenn ihr irgendwie anderen Renderer habt, wie jetzt beispielsweise Redshift oder sowas, natürlich noch das ein bisschen realer machen. Aber ansonsten, das Modell ist schon mal so, wie es ist. Das ist schon mal ganz cool. Und ist halt einfach zu erstellen, weil im Endeffekt müsst ihr alles nur kopieren. Könnt natürlich auch andere Farben, andere Spielzeuge aussuchen, denn die Farben sind im Endeffekt alle dieselben. Jetzt sehe ich nur das ausgeschnittene hier unten, das ist natürlich unter Textur. Das heißt, ihr müsst natürlich auch noch die gewünschte Textur draufknallen. Das heißt, wir gehen auf, also nehmen unser Ding, unser Holz und tun es einfach auch unser Bool drauf. Das heißt, dass das ganze Bool hier jetzt die ganzen Texturen hat. So, genau, oder? Das war es eigentlich schon. Also, das heißt, er war ganz schnell, wie gesagt, ganz einfach, relativ. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder was wollt ihr nächstes sehen? Schreibt es einfach noch rein. Ansonsten würde ich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Hier links, rechts sowas. Und ansonsten kommt ihr auf mein letztes Video nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Ciao.